Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Kehren wir zurück zu den 100 Missionen, von denen ich bereits 20 habe. Hat das schon wieder nicht abgegeben. Ich hasse das! Mann! Gut, nutze die Zeitmaschine. Holy shit, das haben ganz viele getan, ne? Besiege das gegnerische Team mit 20 Z-Punkten. Und ich find's ja echt toll, dass ihr Fans so aktiv seid. Ich meine, ich weiß, dass die Dragon Ball Videos jetzt relativ seltene Sache geworden sind. Aber wie schon gesagt, wenn ihr bestimmtes Team in diesen Kämpfen sehen wollt, dann sagt mir bitte, wen ihr sehen wollt. Ich habe bereits die gesamte Genio Force gespielt. Auch Vegeta in jeder erdenklichen Form, die möglich ist. Ich habe auch schon einige Charaktere aufgepimpt mit ein paar Items, die man benutzen kann. Okay, ich hört jetzt nicht. Aber zum Beispiel Broly. Da habe ich ein bisschen was reingetan. Wassersegen, Hasser Sinn, steigende Spannung, ewiges Leben, Erlöser. Aber auf dem Slot nichts, weil es nichts macht. Der Witz ist, Broly hat von Anfang an 5 Slots frei. Man muss ihn dafür nicht, aber man muss dafür keine Punkte investieren. Mal sehen, ich glaube, ich habe sonst noch jemanden. Also, okay, Zukunft Son Gohan ist klar. Dem habe ich ein paar Mute gegeben. Der hat zwar immer noch nur 4 Slots, aber immerhin. Wenn Punkte davon überbleiben, Objekte zu kaufen, werden die einfach hier investiert in die Kämpfer. Gut, ich habe 20 Z-Punkte, das heißt, ich kann 4-mal einen 5er reintun. Oder Son Goku und Vegeta für die Fusion. Dann noch ein 5er und irgendwen sonst. Oder einfach Vegeta zweite Form oder eine andere Fusion. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall habe ich ein paar Charaktere ein bisschen aufgerüstet. Son Goku hat jetzt auf allen 3 Slots was anderes. Genauso Vegeta. Also am letzten Mal ja vollkommen anders. Da hatte ich dann einfach die beiden ganz normal. Da war nicht viel. Ich muss aber später nochmal gucken, wem ich jetzt eigentlich noch Sachen gegeben habe. Also ich weiß, C18 ist voll ausgerüstet. Bis auf den 3. Slot, da habe ich noch keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Es fehlt noch einer hier. Mr. Dr. Willow. Nee, Dr. Willow ist nicht der hier. Ist auf jeden Fall ein Charakter, der auch in dieser Reihe hier passt. Ah ja, genau, Spopovic ist es. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man den freispielt. Ich glaube, mit Videl oder so ein Turnier machen? Wer weiß. Auch in der Dragon Ball Reihe fehlt noch jemand. Bin mir nicht. Also, 2 Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, rechts Cyborg, Tower Bye Bye, ist auf jeden Fall ein separater Charakter. Es ist keine Transformation oder sowas. Wer hier fehlt, weiß ich nicht mehr. Das klärt sich aber auch irgendwann. Bestimmt. Ich werde gucken, wie man die freispielt. Hier, habe ich Mr. Satan was draufgetan? Nein. Der hat doch nur 2 Punkte. Einer wird fürs Fliegen auf jeden Fall draufgehen. Mit den anderen kann man dann nicht mehr so viel machen, wie ich gern würde. Ein bisschen schade. Hat Freezer was bekommen? Nö. Na gut, aber Bardock auch nicht, ne? Nee. Ja, von den Shenlongs halte ich im Allgemeinen eigentlich nicht so viel. Sun Shenlong hat bessere Techniken als Nova Shenlong, wie ich finde. Beide kämpfen eigentlich recht gut, aber irgendwie finde ich, ich finde die Techniken einfach scheiße. Super 17 ist ein Charakter, den ich immer gern gespielt habe. Auch wenn er potthässlich ist. Im Ernst, mir gefällt C17 da rechts besser. Ach, ja. Na gut, nichts zu lamentieren über die Charaktere. Setzen wir an. Erstmal mit einer recht klassischen Combo. Damit ich wieder ins Spiel noch reinkomme. Aber ich glaube, wir werden auf der Erde kämpfen.
Ja, ich nehme ihn lieber auf normal. Wächterkörper, Erlöser, Kibitus geheime Kunst. Na, es ist der Witz. Es ist wirklich so, dass sich die Objekte weiter fusioniert da kombinieren. Na, ich könnte so eine Fusion reinhauen, aber wieso? Nehmen wir doch gleich den vierfachen Super Saiyan. Nein. Ich habe es wahrscheinlich noch nicht hochgeladen oder überhaupt bearbeitet fertig, aber ich habe eine Kleinigkeit in Vorbereitung, die auch zu Dragon Ball passt. Aber ich möchte noch nicht ganz verraten, was es ist. Denn um ehrlich zu sein, es wird euch schon überraschen. Ja, ob ich die nehme, so weiß ich nicht. Ja, Cezus normal hat überhaupt nichts von mir bekommen. Schade eigentlich. Ich glaube, das sollte ich irgendwann mal machen. Der hat eigentlich gute Technik. Ja. Nehmen wir mal Broly. Denn der ist eigentlich immer gut dabei. Er hat ewiges Leben, das heißt, seine HP erneuern sich immer wieder. Mal sehen, Future Gohan. Hat jetzt nicht unbedingt das, was ich gerne drauf und drauf hätte. Ich glaube, so einen guten Trunks habe ich noch was drauf getan. Kann das? Ne, die haben zu wenig Punkte. Alle beide. Die haben beide nur zwei Slots frei. Damit kann man so gut wie gar nichts anfangen. Ich würde schon gerne die Punkte hier voll kriegen, weil das heißt dann, dass ich wirklich voll vorbereitet bin und so und dass ich dann nicht Gefahr laufe, das Match noch fünfmal machen zu müssen. Nehmen wir Piccolo. Auch wenn er nichts drauf, auch wenn ich nichts auf ihn drauf gemacht habe, nehmen wir Piccolo. Denn der Witz ist, mit Piccolo kann ich am besten. Teilweise. Dad! What is it, Gohan? You look sad. What's wrong? Oh, goddammit. Fight! Next up. Ja, Son Gohan sieht traurig aus. Aber es liegt auch nur daran, dass Son Gohan in der Zukunft tot ist. Oh. Da bin ich aufgepasst. Ja. Nix da, Gohan. Nix da. Zack. Ich frag mich sogar noch, was ich für Vegeta hätte. Wenn Vegeta am Anfang des Kampfes gewesen wäre. Oh, er hat schon die. Ich hab unendliches Ki, du Idiot. Gut, fusionieren wir sofort zu Gogeta. Was sag ich? Er hat alles, was Son Goku gekriegt hat. Ja, und ich wundere mich eigentlich, wie das nicht treffen konnte, aber Son Goku musste wohl noch die Bewegung machen. Egal. Oh, Baby. So, Gogetas Quasi-Sohn startet die Brandattacke, die natürlich voll daneben geht. Mein Gott, die Fusion hat schon eigentlich so eine schnelle Key-Ladung oder so. So ist er übel. Nix da. Denn das. Es hat getroffen. Ja, Erlöser ist schon was ziemlich Gemeines. Weil Erlöser ist die Fähigkeit, die einem erlaubt, im Max-Power-Modus reinzukommen, wenn man außerhalb des Kampfes war vorher. Heißt also, Vegeta hatte Erlöser drauf und als er reinkam, hatte er sofort Max-Power. Das kann man sehr abusen mit Son Goku Ende, weil der hat als Super Saiyajin das Teleportationskamehameha. Und ihr wisst, das teleportiert sich egal wohin. Auf jeden Fall trifft er.
Es sei denn, ein Gegner hat einen ziemlich guten Flugwinkel oder sowas. Es passiert nicht oft, dass ein Gokus Blitzkamera mir fehlt. So, mit Broly kämpfe ich jetzt noch nicht so gerne im Nahkampf, weil dieser Broly hat noch relativ beschissene Nahkampftechnik. Ja, jetzt brauchen wir wieder ein halbes Jahr, bis wir beim nächsten Kämpfer sind. Ja, ein andermal vielleicht. Jetzt sind wir... Oh. Na, mal ran. Ist schon komisch. Dr. Gero ist, naja, offensichtlich wie Dr. Eggman drauf, was das Besiegen seiner Feinde angeht. Er baut einen Roboter oder was weiß ich, der die Techniken seiner Gegner alle kennt und kopiert. Das wiederum ist ein äußerst beknackter Trick. Wobei es sind sowieso viele der Meinung, Dragon Ball hat schon fast zu viel mit Sonic Wirtschaft gemeinsam. 7 magische Edelsteine, die einem ultimative Macht versprechen oder was auch immer. Einen Typen, der aus der Zukunft kommt. Wobei, naja, Sonic Wirtschaft 2006 hat es eher nachgemacht, als Dragon Ball das von Sonic genommen hat. Aber es gibt so viele Ähnlichkeiten. So viel, wo sich Sega und Bandai oder keine Ahnung... Also, Sega passt da auch nicht auf. Oh Gott. Also, jetzt kommt endlich! Deshalb, ob der keinen Spruch drauf hat, denn... Boah. Arschloch. Ach komm! Ja, du lädst ihn cool auf. Das war dein Fehler. Ich muss so kurz das nachgucken. Ha! Finisher Shit mit einem. Mit einer Ladung. Komm schon, es ist priceless. No, nein, 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 das wollte ich nicht. Arschloch! Es ist so verwirrend, wenn sie mittendrin die Kombo unterbrechen. Ja, haben das gemacht. Der wird sterben. Ach komm! Na schade. Ich würde noch mehr auf dieses Schwein einprügeln. Ich hab nach oben gedrückt, du... Ich hab noch umgerückt, du Fotze, ey. Das Stick ist im Eimer. Soll ich auf Remote umspringen? Nein. Das würde zu kompliziert sein und ich würde sehr viel failen. Im Ernst, der Stick hat einen Schlag weg. Mir reicht's. Boah, es geht ja gar nicht. Mein Gott, nee. Naja, super Explosionsverlust, ja auch. Jetzt muss ich wieder rumfuchteln und der Kabel macht. Friss! Also eine Sache, wenn ich das Timing faile oder so etwas. Aber wenn der Gamepad rumspackt, dann ist es richtig scheiße. Und das habe ich jetzt nicht mehr eingesehen. Nee, ich könnte durch meinen Xbox-Controller anklemmen, aber nö. No. Nee.
So. Bitch. This is the ultimate fusion. Ja, nee.